Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einem neuen Vorgestellt und zwar in diesem Spiel, das Panic Mode heißt. Das ist ein DLC dran und deswegen habe ich das bekommen. Das Panic Mode ist wohl aber das Hauptspiel, denke ich mal. Ja, ich bedanke mich recht herzlich dafür bei den Entwicklern, dass ich das bekommen habe. Mobius Code Team ist das wohl und wer es jetzt war, weiß ich nicht mehr. Vielleicht stand das auch nirgendwo. Welcome to our early, early access edition. In this dev build you'll find the better gameplay and feel of the game. Issue bugs and suggestions can be sent through. Na, ist klar, das kennt ihr alles. Und dann würde ich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, worum es geht. Panic Mode, da wird irgendwie was gebaut. Sieht so aus wie Minions oder sowas, ne? Banana? Und ja, schauen wir mal rein. Da ist einer, da. Okay, dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal und gucken uns das dann gleich im Spiel an, ne? Bis nach dem Intro, würde ich sagen. So, greetings, new employee, and welcome to Pimperimple Industries. Where we treat all our unpaired interns like family. Your job will involve inspecting the safety of our building and taking measure to ensure our stuff can be at the most. Naja, ich würde sagen, das ist ziemlich viel zu lesen. Lest das mal durch. Ich habe jetzt keinen blassen Schimmer. Help page if you check the help page if you need a refresher. Now get at work ready. Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe keine Ahnung. Wir drücken mal hier auf Dingens. Nee, geht nicht. Wir müssen wahrscheinlich hier dieses Ausrufungszeichen anklicken. Das ist wahrscheinlich der Boss und wir sind die arme Wurst, die dann arbeiten muss. Pimperimple. Definitiv Rümpel. Ü. Muss ein deutsches Spiel sein, ne? Onboarding. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer. It's your very first assignment, oh, special. Keep it and you might earn more work. Okay, mein Special. Ja, was ist mein Special, ne? Das habe ich auch keine Ahnung von. Müssen wir mal gucken. Was soll ich denn jetzt hier machen? Achso, ich bin da am Programmieren. Ah, ich muss first things to do is to take a look at your to-do. Objectives are here, over your mouse over the icon. Use the no smoking item. See that star? That means corporate needs the task to be completed before you can be promoted to work on in other areas. Yeah, good. Now let's get moving. You should have a Pimperimple issue keyboard and mouse in front of you. Okay. Scroll to swap to a closer view of the building. Change the camera by moving the cursors. Ist klar. Jetzt mal WASD und Dragging with Right-Click. Also kann ich es mit einem Rechtsklick auch verschieben. Sehr schön. Nice mouse, it looks like you are natural. Use middle mouse to rotate and tilt. You can also do this. Okay, rotate. Mit F, aha, kann ich so. Und mit QE kann ich so. Okay. Let's try placing some safety equipment. You can hover over that item to learn more about it. Select the no smoking alarm now. Habe ich doch ausgewählt, oder? Skilled with a keyboard and mouse, that's wild. Most of our applicants didn't get this far. Now let's try placing some safety equipment. You can hover over the item to learn more about it. Select the no smoking alarm now. Ach, da unten, nicht da oben. This smoke detector is an item that can only be placed on walls. Put it here on this outside brick wall for now. Achso, ist schon ausgewählt. Na dann. Great work. Except the placement is horrible that I think won't help anyone if it's outside. What's a terrible decision? You can manually take its item back using the bin tool or reset all your placement with the bin all button. Try that now and then select the item over. Machen wir erstmal das. Ja, wüsste ich gern, wie es geht, ne? Doch, bin all button. Ah, war all button, ne? I'm gonna find a better spot of the smoke detector.
Achso, ich müsste. Jetzt ist er rot. Jetzt kann man es auswählen. Oder wie sehe ich das? Und da kann man alles zurücknehmen. Gut, wir nehmen das nochmal und platzieren das. Alarms can only be heard in the room they are in. Try placing the smoke alarm closer to her assess. The sooner it detected smoke, the sooner it will tell everyone to leave the building. Okay, that's all looking good. When you are ready to check the safety, your choices run the emergency drill by pressing her to simulate a disaster. He's hoping they'll survive, but no worries if not. You're still just learning after all. Was soll ich machen? Da war ein Protokoll. Okay, der Ofen ist da, brennt. Er läuft schon mal weg, der nicht. Ah doch, jetzt läuft er auch. Ensure that all is been... okay, haben wir geschafft. Haben wir? This is no smoking item, haben wir. Family safe 2, continue. More properties require safety protocol. Lamp speakers, properties in media. Okay. Machen wir das normal oder was? Onboarding haben wir schon. Alarms and speakers. War das ein Feuerwehrauto? Ich glaube ja, ne? Today we're going to look at the items that. Entschuldigung. You have to manually activate. When you place a motivational speaker, a button will appear on your terminal during a drill. Okay. Be sure to check your bonus objectives too. This time it's important to create a safe exit route for particularly talented employees in Poland. Permits like that are harder to replace. Wo musst du denn seinen Weg rausfinden? Pin Polan, der ist derjenige, der raus muss. Ja, ich weiß nicht. Ich habe hier zwei Drillglocken. Mache ich mal so und hoffe, dass das so richtig ist und den mache ich da ein. Und Run Protocol. Alles, was brennen konnte, brennt. Da ist ein Alarm. Er geht raus und hat eine Schwierigkeit, aber er ist sich den Hintern verbrannt. Ne, er hat es geschafft. Er geht raus, aber ihn interessiert es noch nicht. Ah, Speaker. Ich musste Speaker drängen, damit er rausgeht, aber er hat es dann auch geschafft. Puh, that's a relief. That saves us, Mon. Our employees lives. Minus 506 Punkte. Geil, oder? Dreier gesaved. Test out both the speaker and the fire alarm. Okay. Ja, hoffen wir mal, dass das alles so richtig war. So, da sind wir fertig. More properties require safety protocols. Bistro concern. Properties in need of your credential have a Ausrufungszeichen. Ja, hier ist es. Question mark ist das nicht, sondern keine Ahnung. Irgendwie Full Stop oder wie war das in Englisch? Ich weiß es nicht mehr. Bristol Concerns. Jetzt fährt unser Auto da, ein Feuerauto. Fans and vents allows air or smoke to pass through walls easier. Sometimes this is handy when you pre-placed alarms are in adequate locations. Okay. Jetzt müssen wir hier auch diesen Alarm schaffen, oder was? Also wir haben eine Alarmglocke. Und wir haben einen Speaker. Hier ist ja schon eine Alarmglocke. Ich denke, wir machen einen Alarm in der Küche. Da ist der Herd. Dann macht das vielleicht Sinn, in der Nähe das zu machen. Und den Speaker würde ich jetzt hier hinsetzen. Und den Fan. This fancy fan enhanced and only allows for air or smoke to pass between rooms. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür es gut ist.
Also ich würde es ja hier nach draußen machen, ne? Damit der Rauch abzieht. Aber Außenwand will er nicht. Das ist ja voll doof dann, ne? Oder? Wie soll das gehen? Ach, da hinten ist auch noch ein Raum. Aha. Wo ist denn noch was? Wie kann ich das Ding drehen? Ne, das drehe ich die Karte. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich den hinsetzen soll. Hier vielleicht zwei? Ah, da geht's auch, okay. Vielleicht ist es richtig, vielleicht auch nicht. Geht der Alarm schon los? Ah, da ist ein Ausgang, okay. Die gehen hier raus, die gehen hier raus. Pam Pestner geht natürlich nicht raus. Wieso geht der nicht raus? Warum geht der Alarm hier nicht los? Jetzt geht erst der Alarm los. Viel zu spät, oder? Ensure 5 Pimpy Survive. Also es ist wohl alles richtig gewesen. Es ist nur die Frage, ob der eine überlebt hat oder nicht, der zum Schluss dann den Hintern noch verbrannt gekriegt hat, ne? Ja, schwierig. More Properties Regard Safety with Water Tools. Gibt's die hier? Wohl schon. Jetzt kommt der Sprinkler ans Lagerspiel ins Spiel, wa? Some tools like the aber Soakers aim in certain direction. Press X on your keyboard to rotate an item before placing it. X is rotate. Das wollte ich gerade eben wissen. Jetzt haben wir's. Okay. Also, we use the high technological communication system available 56 km modems. There is still quite some implanted area, like press the forward button during a drill to offset the video stream delay. Okay. Über Soaker SR. This giant water turret automatically targets fires when activated and has a large capacity of water. Okay, was ist hier? Da ist ein Ofen. Also der ist feuerlastig, würde ich sagen. Und sonst? Hier sind schon die Alarmglocken. Ich würde den jetzt mal mit X hier einstellen, oder? Und mit X kann ich ihn da einstellen, aber da bewegt er sich nicht. Auch sehr schön. Ja, ich hätte gerne das X und dann hätte ich ihn hier irgendwo hingestellt. So. Vielleicht ist er so rum richtig, ich weiß es aber nicht. Was ist das? Übersoaker. This small water turret automatically fires when activated and has a small capacity of water. Bei Popcorn. Ich sehe jetzt hier keinen zweiten Herd, der Feuer verursachen könnte. Allerdings würde ich jetzt den einfach hier hinstellen wollen. Und das Turbo Pop-Up Garden Sprinkler. Und wo soll der hin? Die Gartenfontäne? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht. Ich probiere es mal. Vielleicht war das ja mit dem Spatensprenger richtig und die müssen auch alle an. Also der hat da jetzt gemacht, der da drin hat jetzt nichts gemacht. Oh, ensure the bosses in the office survive. Ich glaube, ich habe einen sterben lassen. Das ist der Boss. Vielleicht hätte ich das eher anmachen müssen. Jetzt ist an. Jetzt haben die beiden auch überlebt, glaube ich. Der Sprengler ist hier schon mal eine gute Stelle gewesen. Ich habe aber gedacht, dass dieses Ding sich bewegt. Try all
Try out all the available water tools, habe ich gemacht. Wird schon richtig gewesen sein, oder? Corporate Canteen, Corporate Lounge. Dieses kenne ich noch nicht, nehmen wir das erstmal. Corporate Lounge. Gucken wir uns das mal an. Wie sieht das aus? Okay. Wir haben hier so eine Wasserspritze, wir haben einen Sprenkler, einen Alarm und drei Klingeln. Das bedeutet für mich eine da, eine da, eine da. Und da sogar noch eine. Ein Speaker ist das. Ein Speaker ist das. Hier ist ein Herd. Hier sind zwei Herde. Mache ich den Speaker mal dahin. Die Sprenkleranlage, die können da abhauen. Die können da abhauen. Die können auch da durchlaufen. Diese Wasserkanone gibt es nur einmal, ne? Also der Hauptbrandherd ist wahrscheinlich da. Würde ich mal so setzen. Und den Sprenkler würde ich eigentlich in der Mitte setzen wollen. Run Protokoll. So, die hauen alle ab. Der löscht da. Hier wird nichts gelöscht. Und die gehen aber nicht weg. Und der läuft nicht weg. Jetzt kriegt er einen heißen Hintern. Jetzt geht er endlich. Okay. Also das hier habe ich jetzt nicht so verstanden, wie ich das hinkriege, dass da nichts passiert, ne? Der in der Mitte, da war nichts passiert, oder was? Only use smoke alarms and Uber Soka users. Also den soll ich benutzen, ne? Den stelle ich mal dahin. Wie mache ich das am besten? Wartet mal, das bedeutet der hier ist da vielleicht zu weit weg. Der muss da hin. Randprotokoll. Das muss der sofort auslösen eigentlich, oder? Die sind schon zu weit weg hier. Also der Alarm ist losgegangen. Alle gehen raus. Save every primary ist auch geklappt. Jetzt hat es geklappt. Jetzt wussten wir, wie es geht, ne? So, jetzt haben wir den noch vom letzten Mal und der ist jetzt hier, glaube ich. Also Corporate Canteen und Executive Office. Executive Office könnte jetzt hier sein und Corporate Canteen hier. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde sagen, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und ja, das war Vorschau Nummer 1. Ich denke, Vorschau Nummer 2 kommt dann in der nächsten Woche. Und ich bedanke mich nochmal bei euch. Bis dann. Ciao.